Jetzt eben gerade schon wieder angefangen haben rumzuflennen. Und das wollte ich halt jetzt nicht in den Aufnahmen richtig haben, deswegen habe ich es erstmal ausgesperrt. Und jetzt ist er am Jammern. Ich habe nicht gejammert. Nein, ich doch nicht. Ich jammer nie. Und dabei ist er jetzt am Jammern. Aber ich mach's immer wieder, oder? So, jetzt immer auch ein bisschen besser hier. Ich habe eben gerade nicht so wirklich was gesehen. Jetzt können wir noch ein bisschen besser hier dödeln. So, also wenn das jetzt nicht genug rohes Gras ist für blödes Arschvieh, Fick, Fuck. Was sagen, was macht denn der da? Er hat sich Erdnüsse runtergeholt. Ja, soll er ruhig mal. Wenn ich noch einen haben will, kann ich einen jagen lassen. Ja. Okay, das ist, ich glaube, ich könnte mal da eine Hundehütte hinbauen und eine Katzenhütte, wenn ich wollte. Dafür müssten wir mal kurz bei Willy Wilder vorbeischauen. Was kann ich für dich tun, wie es weniger ehrliche Handwerker zu sagen pflegen? Was kann ich für dich tun, wie es wenig ehrliche... Ach du Scheiße. Cinemonkey-Behausung wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollten, weil ich eine Katzenbehausung sehr schön finde. Du musst den Arbeitsschub. Ich finde die Katzenbehausung wunderschön. Ich möchte die gerne. Hier hinne machen. Die Frage, wo ist denn. Der Eingang? Da ist der Eingang. Lol, ich kann sie ziemlich weit außerhalb hin machen. Das heißt, wir können außerhalb auch noch nutzen. Ja, lol. Dann machen wir das doch. Versucht bei Woll. Nein, wo will ich denn jetzt hin? Entschuldigung. Eieiei. Danke, ja, ficken. Schau mal wieder. Ich meine, Techtelmechteln. Okay. Ja, ich weiß schon, wo ich, ne? Aber jetzt geht's nicht mehr. Scheiße, hätte ich es eben gerade mal gemacht. Komm, wir stellen das. Hier so hinne. Stimmt, genau. Ja, machen wir so. Dann müssen wir gleich noch für den Hund noch eine Behausung holen. So, hier zur Seite legen. So, wir müssen erstmal alles verkaufen. Erstmal alles loswerden hier. Das erstmal wegmachen. Das erstmal wegmachen. So, jetzt können die 30 erstmal ausleben wieder. Und wo habe ich jetzt eigentlich meine Medizin hingemacht? Da. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis mal wieder welche von denen ankommen hier, wa? Okay. Der Gasen ist am Ben. Sparrow Mind 1. Was bist du? Squazzle 5.
Weil den Hund dürfen wir, glaube ich, besser gesagt, keine Behausung bauen, weil wenn so ein Vieh kommt und einen anknurren muss und dann in deinem Haus rumgammelt, wäre relativ scheiße. Ein Raisent habe ich. Es wird Zeit. Ja, wir packen die Kiste erstmal hier ab. Und dann schauen wir mal, wo haben wir denn meine Raisents? Da habe ich Raisent 1 und da habe ich Aleko. Aleko? Du bist eingepackt. Manche. Baumeister fertig. Pum. Ich finde die Behausung voll süß, ey. Ich mag sie irgendwie dann schön hier noch am Wasser hier. Herrlich. So, die Piñatas sollen selber hier sich suchen und fressen. Ah, das ist jetzt schon wieder ein bisschen glücklicher hier. Super. Dom ist zufrieden. Komm, der Bark, der bekommt auch noch mal eine Süßigkeit. Hier, wo haben wir sie denn? Wo ist denn hier was runtergeflogen? Guck mal hier, da haben wir doch was. Können wir einen schönen Backpack mal hier geben. Guck mal hier. Ja, er freut sich. Okay, jetzt müssen wir nach Saro Shelleby Ausschau halten. Die Fledermaus. Ich will unbedingt die Fledermaus haben. Wir wissen, was aus ihr wird. So. Ach ja. Super, mega, ich habe einfach einen Chipmunk bekommen. Ich freue mich tierisch. Pavol ist auch ganz zufrieden. Das ist schon mal sehr gut. So, jetzt wird es immer weniger. Super. Damit wäre der Garten leer und wir können uns von diesem blöden Scheiß hier verabschieden, weil ja anscheinend jeder da durchrennen kann mit Ninja-Fähigkeiten. Na super. Super, ich habe nicht annähernd irgendwas verkauft gerade. Eieieiei, wie lange das immer braucht. So, alles weg. Und prima. So, warte mal. Immerhin habe ich sofort geschüttet, ne? Und nicht erst gezupft. Ich bin ja keine Zupferin. Und Zupfer. So. Oh, wunderprima. Und jetzt machen wir uns einen neuen Bereich. Und zwar mit Ivor. Weil er wesentlich schönere Zäune hat. Ja, ich bin sicher, wir finden ein Schnäppchen für das dich. Das Tardos Schaufelkopf. Süßigkeit. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder kommen. Irgendwie. Und zwar möchte ich gerne wieder außen und innen einen Platz lassen.
bedeuten soll hier. Verpiss dich. Die auch mal ein bisschen größer. Wir können es jetzt mal ein bisschen größer machen. Na komm, einen machen wir noch. Und das war's hier. Und ich verprügel dich. Ja, der Platz ist groß genug, ne? Ja, der Platz ist groß genug. Jetzt haben wir natürlich kein Dingens bekommen hier, wa? So, Medizin ist immer noch hier. Ja, das habe ich jetzt einfach. Achso, wir bräuchten natürlich dann auch. Ich würde ja gerne die Venus-Fliegenfalle halt nehmen, weil die voll viel Kohle gibt, aber es dauert Ewigkeiten. Des Weiteren gibt es nicht so viele Dinge ab und die frisst halt meine ganzen fliegenden Pinatas. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich nehme sie, ich bin da nicht zimperlich. Ja, die geliebten Gift-Efeus. Da, 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 da. Ah, da, da, damit wir erstmal so eine kleine Ansammlung haben. Passt. So, und hier kommt jetzt hoffentlich keiner mehr so schnell durch. Des Weiteren könnte man natürlich jetzt hier auch den Weg etwas ausbauen. Hallo, schmelzen die Schokomünzen in der Tasche? Ich habe mir noch mal die hier waren das, ne? So. Jetzt kann ich leider nichts machen. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen. Ach so, ja, können wir mal in unseren Garten noch mal ein bisschen vergrößern, ne? Einen kleinen süßen Garten hier, da müssen wir noch mal ne, Entschuldigung, ich habe vergessen jetzt gerade. Guten Morgen, wie geht's uns heute? Hellwach, putzmunter und in der Richtung. So, unseren Garten hier noch ein bisschen, können wir ein bisschen größer machen hier, wir können mal hier so hinbauen. Will ich aber hier zumachen. Das geht gar nicht so. Okay, gut. Wisst ihr was? Man kann ja auch so ein bisschen noch hier so rausbauen. Oh, der Garten ist voll. Das ist scheiße, ich habe jetzt haufenweise hier am Rumgammeln. Ich habe jetzt so viel Platz und ich kann nicht so viel hier hinbauen. Das ist total bescheuert. Das ist dumm. Finde ich ein bisschen blöd eigentlich. Also man hat nicht so wirklich viel Platz.
Und man kann sich auch nicht mal auf diesem bisschen Platz richtig austoben, weil man nur eine bestimmte Anzahl an Dingern hier rumgammeln lassen haben darf. Das ist doch total bescheuert irgendwie. Also, da tut's mir echt leid. Das haben sie echt beschissen gemacht. Das gefällt mir gar nicht, das ist doof. Viele können nicht verstehen, was ich so vor mir gebe, aber die, die es verstehen, mit denen teile ich mein Leben. Das ist nicht nur Gerede, Gequatsche oder Gelaber, denn im Endeffekt seid ihr die Menschen, die mich weitertragen, die mir Kraft geben, das Leben macht. Ja, genau. Ich meine nicht diese Menschen, die nur da sind, um dich zu blenden. Das Leben ist wie Krieg, es gibt sehr viele Verletzte. Du fragst dich, wie ich damit umgehe? Ich schreibe Texte. Sag, was ist denn mit dem los jetzt, ey? Muss ich hier erst. Boom. So. Deichböllen. Scheiß Deich. Boom. Deichböllen. Scheiß Deich. Ach ja, da kam ja auch mal. Wie wild? Schütten. Hier nur normaler Rasen, bitte. Es kuschelt. So. Boah, was sollen wir denn da großartig wegnehmen? Was wir wegnehmen könnten, wäre halt hier der Weg, ne? Weil ich sag mal, dieser Weg wird kein leichter sein. Der Weg wird steinig und schwer und so. Ja, der Weg ist eigentlich ein bisschen unbrauchbar. Komm, wir verkaufen den Weg. Haben wir wieder ein bisschen was gespart. Vielleicht die behalten wir doch mal. Ja, hier rüber, danke. Eieieiei. Also langsam macht sie unser Garten echt hübsch, Alter, muss ich ganz ehrlich sagen. Langsam nimmt er ordentlich Gestalt an. So. Hey Chico. Ansonsten müsste ich wirklich langsam ein paar von den Piñatas loswerden, aber ich muss ja auch erstmal neue dazu kriegen. Weißt, verstehst? Ich möchte halt nicht mehr die kleinen Dinger haben, also die beiden Chicos und Chicas werden wahrscheinlich gegen etwas Spezielles ausgetauscht. Wenn dieser scheiß Donut endlich mal reinkommen würde. Ein Quackberry, apropos Quackberry, wir wollten ja noch ein bisschen was machen, richtig? Und zwar hier noch ein bisschen, komm. Wow! Das hört sich nach etwas an, was. Toll. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, wie sehr ich das Ding liebe? Das finde ich cool. So ein scheiß Radar eingebaut, das ist schon cool, auf jeden Fall. So, und wir wollten ja... Da, das ist das, was ich haben wollte. Komm mal her. Komm rein. Wir haben eine leckere Medizin. So,
Das ist fein, das ist fein. Komm rein hier. So ist gut. Braver Junge. Wie, der war eine Kürbislaterne. Ich hab... Was so? Warum? Hä? Ey, Weixer, tut mir echt sorry, aber... Du warst derjenige mit der Kürbislaterne. Was zur Hölle? Ist jetzt nicht, wo ich eine Kürbislaterne...